Leute, kennt ihr das? Ihr habt Zeit, aufs Rad zu gehen und dann fängt es an zu regnen. Also nicht richtig, aber es fängt an zu tröpfeln. Ja, verrückt. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht wisst, zumindest die, die mich auf Instagram verfolgen, bin ich euch noch ein Q&A schuldig. Und das wollen wir einfach jetzt mal gemeinsam machen. Ich bin gerade eine Runde im Wald unterwegs, weil ich gerade einfach ein Stündchen Zeit habe, bis die Sonne untergegangen ist. Und dann drehe ich einfach noch eine schnelle Runde, nichts Wildes, einfach nur ein bisschen draußen sein. Und wir können währenddessen einfach die aktuellsten, für euch wichtigsten Fragen klären. Aber erstmal fahren wir eine kleine Runde Trail, oder? So Leute, da vergisst man einmal die Handschuhe. Ich bin auf der Suche nach einem, ich kann direkt wieder Bike waschen später, nach einem ruhigen Örtchen für uns. Und ich weiß, dass es hier mal lang ging. Guck mal hier, most technical. Genau, hier ging es mal rein. Und dann hatte man nämlich so ziemlich seine Ruhe. Es ist auch so ein bisschen, ja, Wanderweg, Trailmäßig, aber halt echt nichts Besonderes so. Aber hier sind wir auf jeden Fall ungestört, Leute. Guck mal. Hier ist doch perfekt. So Leute, starten wir rein in die Fragerunde. Ihr habt eure Fragen gestellt, ich habe sie mir hier gescreenshottet. Und die allererste Frage vom Max ist, hat das Swoop auch so Probleme mit den Gelenken? Wie das letzte Jab, knacken und so weiter. Ich kann ja nur von meinem Swoop sprechen und ich habe gar keine Probleme. Also weder knacken noch Spiel noch sonst irgendwas. Ich achte allerdings auch drauf. Also da habe ich einfach draus gelernt nach meinem allerersten Mountainbike, das Torque, dass ich immer mal wieder hier die Gelenke, Schrauben nachziehe. Ne? Newtonmeter stehen drauf. Das ist sehr, sehr easy, das einfach selber dann mal nachzuziehen mit dem Drehmoment. Und dazu kommt natürlich, ich habe ja auch meinen Hinterbau direkt lackiert und habe das auseinandergeruppt und habe es natürlich alles nochmal frisch gefettet. Das kann natürlich sein, dass das einen Unterschied macht, aber es war auch wirklich kein Stress. Aber ich muss sagen, ich habe keinerlei Probleme, kein Knacken, kein Spiel in den Gelenken oder sonst irgendwas. So. Ich glaube, das ist der Frank. Wäre für dich ein E-Bike mit maximal 130 mm Federweg noch Spaß? Sowas wie ein Cube Stereo H. Cube Stereo H kenne ich nicht, aber ich bin ja das Scott Lumen gefahren und muss sagen, das ist mir doch ein Ticken zu unruhig. Also ich mag es ja mittlerweile gerne auch weniger Federweg zu fahren, aber das ist mir doch ein bisschen zu krass unruhig. Und da kann ich einfach sagen, für mich 130 mm Federweg, ich fahre ja auch nicht so Cross-Country-Sachen und so, ist nicht meins. Ich finde ab 150 mm aufwärts, finde ich cool. Also jetzt das Render zum Beispiel hat 140 am Heck, aber ich spreche mal von Federweg vorne, Gabel. Die 140 am Heck schränken mich jetzt überhaupt nicht ein. Und 150 macht mir auch mega viel Spaß. Aber 130 wäre mir auf jeden Fall irgendwie
Zu wenig, also zumindest was das Scott Lumen anging. So, Orca on Bike fragt, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du Vollzeit Content Creator werden? Das ist eine interessante Frage und die Frage habe ich mir selber auch schon gestellt, weil es bei mir so ist, ich mache eine Mücke, ey. Ich mache super viele verschiedene Sachen beruflich und das macht mir auch Spaß, diese. Ich habe gleich bestimmt Mückenstiche, Leute. Und es macht mir auch Spaß, diese vielen verschiedenen Sachen zu machen. Und mir würde es schwerfallen, mich auf eine Sache spezifisch einzuschießen. Allerdings sollte ich das eigentlich mal machen. Weil man hat ja begrenzt Energie und begrenzt Aufmerksamkeit zur Verfügung und auch begrenzt Zeit am Tag. Und wenn man das alles aufteilt in verschiedene Dinge, also bei mir ist es so, ich habe so das Gefühl, ich habe so verschiedene Persönlichkeiten. Es gibt einmal so diesen Fitness-Daniel, dann den Mountainbike-Daniel, dann gibt es den Tänzer-Daniel, Creative Director-Daniel. Dann bin ich für Digitalisierung und so viel unterwegs und an Schulen arbeite ich, mache Projekte. Und ich weiß nicht, also ich wäre gerne mal testweise für ein Jahr, würde ich mich gerne so in eine Sache voll reinknien. Und das wäre auf jeden Fall schon Content Creator, das könnte ich mir vorstellen. Ich finde es allerdings auch schwer, sich nur auf eine einzige Nische zu beschränken und dann nur Mountainbike-Content zu machen. Das fällt mir persönlich auch sehr, sehr schwer. Ich glaube auch, dass es einigen anderen Creatoren so geht. Man ist dann bekannt für eine einzige Sache und es ist irgendwie einfach schwierig, dann andere Dinge zu machen. Und man ist ja als Mensch mehr als nur der Mountainbiker, so oder so. Und ja, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Sagen wir so. Dann Carbastard. Wo sind eure Home Trails in BGL? Ja, das verraten wir natürlich nicht. Das ist ja geheim. Dann der Wombat Green 40 fragt: Was machen Sachen, wenn es zu matschig und zu kalt wird? Warme Klamotten anziehen, ein Dirtsuit an. Ein E-Bike bei Matsch auch sehr hilfreich und dann trotzdem weiter Fahrrad fahren und Eisbaden gehen, damit man ein bisschen abgehärtet ist. Dann noch eine Frage. Videoprojekt, nur Außenaufnahmen, Kino-Style mit paar Leuten, Winkel in OE. Ich habe immer Bock auf sowas, allerdings nicht so gerne vor der Kamera. Ich mag selber gerne solche Sachen drehen, weil ich finde es viel zu anstrengend, immer wieder hochzuschieben, dann wieder zu fahren, dann wieder hochzuschieben, wieder zu fahren. Jeder, der das schon mal gemacht hat, ich habe ja hier von dem Rad hier so einen kleinen Trailer gedreht als Intro für den Testbericht und das war, Leute, das war so anstrengend. Also grundsätzlich immer, klar, gerne und am besten auch noch bei schönem Wetter. Wobei ich persönlich ja finde, Aufnahmen im Regen sehen einfach übel geil aus und vor allem, weil man die selten sieht, weil die nämlich keiner machen will. So, Schütze 1280, wann kommt das Video zum Swoop-Gabelumbau? Muss alles darüber wissen. Das Video ist jetzt, das ist schon online und ich habe allerdings noch einen Test im Park gemacht, das ist auch online. Also einfach mal auf dem Kanal gucken, da sind auf jeden Fall zwei Videos zu dem Thema und kurzer Spoiler-Alarm, ist ganz gut. So, weiter geht's. Wann biken zusammen, zum Beispiel A-Trail Park? Ja, es fragen immer wieder voll viele Leute, wann, ob man mal zusammen fahren gehen kann. Und klar kann man auf jeden Fall mal zusammen fahren, wenn man sich irgendwo sieht. Das ist aber alles einfach nicht so einfach. Ich mache das ganze YouTube-Ding ja, wie ihr eben schon gehört habt, nicht hauptberuflich und dementsprechend ist das immer alles zeitlich ein bisschen schwierig. Und Privatfahrradfahren ist auch sehr, sehr klein geworden. Und dann machen wir das natürlich auch so, also Michi und ich, so als ja, Freizeit so, ne, für uns. Und das ist dann kein Ding, wenn man sich sieht und man zusammen eine Runde dreht. Aber es ist dennoch ja auch eine Beschäftigung, die man irgendwie so mit Freunden teilt. Deswegen ist es immer schwer, sich irgendwo zu verabreden. Vor allem, wir wissen nie, meistens wissen wir freitagsabends noch nicht, was Samstag, Sonntag geht. Also das ist echt immer ein bisschen ein Struggle bei uns. Und jeder, der uns privat kennt, weiß auch, wie schwer das mit uns ist, da irgendwie sich festzulegen irgendwie.
Deswegen immer gerne, wenn das irgendwie passt und wenn wir uns irgendwo sehen, auf irgendwelchen Events oder so, dann ist das immer eine geile Sache. Und vielleicht macht man ja auch mal so ein Community-Ride. Ja, MadJenny02 fragt, bleibt die Doppelbrücke beim Swoop? Ich würde die voll gerne dran lassen, kann ich euch schon mal so sagen. Allerdings gehört ja die Doppelbrücke nicht mir und das Laufrad auch nicht. Und ja, deswegen bleibt die wahrscheinlich erstmal nicht dran. Vor allem habe ich ja ein Downhill-Bike. Aber ich würde sie gerne dran lassen. Boah, Dennis, ey, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich finde 10 Jahre, das Witzige ist, diese Frage habe ich schon mal gestellt bekommen. Da war ich 15 oder so. Und da habe ich gesagt, ich will mit Tanzen mein Geld verdienen. Und das war dann 10 Jahre später auch so. Ich würde sagen, wo ich mich in 10 Jahren sehe, dann bin ich schon Ü40. Schwierig sich das vorzustellen. Es gibt so ein paar Dinge, die ich mir wünsche. Das ist zum Beispiel, endlich Eigentum gefunden zu haben, was man bezahlen kann, also was man gekauft hat. Dann ja, relativ frei zu sein, was Zeiteinteilung angeht, noch freier als jetzt. Ich bin ja jetzt schon relativ frei damit und kann toi 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 viel das machen, worauf ich Bock habe. Aber nichtsdestotrotz gibt es da immer noch Luft nach oben. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, 10 Jahre voraus zu planen. Früher habe ich immer so super weit voraus geplant. Und was ich jetzt gemacht habe, ist immer Jahre voraus zu planen. Und ich habe auch schon mal ein Jahr gar nichts geplant. Was ich festgestellt habe für mich, es ist auf jeden Fall wichtig, ein größeres, höheres Ziel zu haben. Und das ist für mich immer gewesen und auch jetzt noch halt glücklich zu sein. Das kann sich aber auch immer verändern. Und ich weiß auf jeden Fall nicht, was mich in 10 Jahren glücklich macht. Und ich weiß noch nicht mal, was mich in 2 Jahren glücklich macht. Und deswegen ist es für mich nicht mehr so wichtig, so weit voraus zu planen, sondern mit dem Flow zu gehen und seinen Weg so ein bisschen zu finden. Über das Thema Flow würde ich auch voll gerne ein Video machen. Gibt es ja beim Mountainbiken, gibt es aber auch im Leben. Ist ein ganz spannendes Thema. Und wenn man Flow hat, dann macht auch alles viel, viel mehr Spaß. Wie ihr vielleicht beim Biken auch kennt. Es gibt auch so ein paar Kriterien, wie man das auch erschaffen kann. Und wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, machen wir gerne ein Video zu. Aber um die Frage abschließend zu beantworten, wo sehe ich mich in 10 Jahren? Ich habe keine Ahnung. Ich werde versuchen, immer das zu machen, was mich glücklich macht. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass das eigentlich immer ganz gut funktioniert hat. Und wenn man glücklich ist, dann ist die Welt in Ordnung. Und wenn ihr irgendetwas habt, was euch unglücklich macht im Leben, versucht es zu ändern. Ihr habt nur dieses eine Leben. Hört auf irgendwas zu warten, weil der perfekte Moment kommt nie und es lohnt sich nicht zu warten. Also geht voran, geht den ersten kleinen Schritt in das Ziel, in die Richtung von eurem Ziel, was ihr erreichen möchtet, und dann fangt an. Es fängt dann zu regnen, Leute. Ich sitze zum Glück unter ein paar Blättern, aber wir müssen Gas geben. Pläne 2025, wie geht's euch? Uns geht's, glaube ich, ganz gut. Also mir geht's auf jeden Fall ganz gut. Toi, toi, toi. Die Michi hat ihre Verletzung mit der Hand. Das ist ein bisschen doof. Da werden wir bestimmt auch nochmal ein Video zu machen, dass sie das euch so ein bisschen erklären kann. Ansonsten habt ihr das wahrscheinlich schon auf Instagram mitbekommen. Aber ja, das ist semi-gut. Einem unserer Katzen geht es auch nicht so gut. Der muss jetzt ständig irgendwie zum Tierarzt, weil irgendwas mit den Zähnen ist. Dann Röntgen, dann wissen die nicht, OP, ja, nein. Riesen-Hack-Mack, das ist auch ein bisschen ätzend. Aber es bringt ja nichts, sich da runterziehen zu lassen. Ne? Bei mir hat sich auch einiges getan. Einige Jobs brechen weg jetzt zu November schon. Dann ein paar Jobs brechen weg zu Januar. Und da fehlen mir dann auch so knapp 1.000 Euro im Monat oder so. Das heißt, da muss ich auch nochmal schauen, wo es da weitergeht, in welche Richtung, was ich da mache, aber das ist die Challenge, ne? Das Leben ist eine Challenge, ein kleines Spiel, Mysterium, und es gibt immer neue Herausforderungen und man kriegt immer die Herausforderungen vom Leben gestellt, die man auch irgendwie meistern kann. Wirst du in Zukunft auch auf für Radon-Bikes unterwegs sein? Dat O36er.
Ja, das Swoopy ist ja tatsächlich mein Fahrrad. Ne? Also das werde ich erstmal noch haben auf jeden Fall. Das Rad fahre ich ja jetzt schon die ganze Saison, wird aber halt irgendwann zu Radon zurückgehen. Ist ja ein geliehenes Bike. Für Radon klingt ja immer so nach Sponsoring und das habe ich halt nicht, sondern ich habe einfach, das Swoopy kam so, dass ich günstig ein Enduro haben wollte und dann mit Radon gesprochen habe, ob ich da bessere Konditionen kriege und das war zwar schon super rabattiert, aber ich habe dann trotzdem nochmal einen Discount bekommen und dann war es einfach das günstigste Enduro-Bike, was ich kriegen konnte. Deswegen ging es dann zum Swoop, vor allem, weil ich es schon mal vorher gefahren bin. Ich kann jetzt aber sagen, dieses Thema für eine Marke fahren, das hat ja zwei verschiedene Kehrseiten der Medaille. Also erstens ist es natürlich mega cool, mit einem coolen Partner zusammenzuarbeiten. Ich würde auch zu Radon auf jeden Fall nicht Nein sagen, weil ich alle Bikes von denen gefahren bin und mir alle gut taugen. Das ist auf jeden Fall Punkt Nummer eins, der für mich am allerwichtigsten ist. Punkt Nummer zwei ist, ich muss die Leute der Marke irgendwie mögen und alle, mit denen ich da bisher Kontakt hatte, mit denen komme ich super zurecht, super coole Leute. Benny, liebe Grüße an dich und an das restliche Team natürlich auch. Und das ist halt ein Punkt, der ist für mich super wichtig. Aber man schränkt sich natürlich damit auch ein. Das heißt, das muss schon irgendwie in einem guten Verhältnis stehen. Ne? Also ich habe halt auch noch tolle andere Fahrräder zu Hause. Und ich mag halt alle Bikes von Radon gerne. Ich mag aber auch meine anderen Fahrräder zu Hause. Und vielleicht mag ich auch noch ganz andere, die ich noch gar nicht gefahren bin. Deswegen ist immer für eine Marke zu fahren und dann exklusiv, ist natürlich eine schwierige Sache. Jetzt ist tatsächlich, ich bin das Render, glaube ich, mehr als jedes andere Bike gefahren, weil mir es einfach voll Bock gemacht hat dieses Jahr. Und wer weiß, was nächstes Jahr oder in Zukunft kommt, wenn Radon da auf mich zukommen sollte irgendwie, dann würde ich da auf jeden Fall nicht abgeneigt sein, weil ich jetzt einfach zu einem ziemlich lockeren Deal 2 Jahre jetzt schon Räder zur Verfügung gestellt bekommen habe oder 1,5 Jahre. Einmal das Jab, ne, und jetzt das Render und einfach mega happy damit war. Und deswegen gäbe es da auf jeden Fall die Möglichkeit meinerseits. Aber ich weiß nicht, wie Radon darüber denkt. Deswegen keine Ahnung. Aber ich glaube, dass zumindest es weiter so bleiben wird, dass ich hin und wieder ein Rad von denen geliehen bekomme und das halt auch testen werde, ein Video drüber machen werde und das nutzen darf. So, welches EMTB Light Empfehlung für 150 Frauen zwischen 5000 bis 8000 habt ihr? Boah, ich kenne mich leider aktuell gar nicht so gut mit den Preisen aus. Light EMTBs, die ich jetzt gefahren bin, gibt es allerdings ja gar nicht so super viele. Ne? Das Orbea Rise ist auf jeden Fall eine Option, das ist aber nur in der Top-Ausstattung auch wirklich leicht. Das Levo SL ist auch eine super Option, aber ich glaube, dass es relativ teuer ist. Schwierig. Alle, die sich ein Light EMTB aber kaufen möchten, Leute, überlegt euch das gut, denn das macht auf jeden Fall Spaß. Das weniger Gewicht ist auch toll und besonders als Frau, um die Impulse setzen zu können und Frauen haben weniger Kraft in der Regel. Und deswegen wollen viele Frauen, unter anderem die Michi auch, leichtere Fahrräder fahren. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Allerdings achtet da wirklich drauf, dass euch die Unterstützung ausreicht. Ich habe gemerkt, 35 Newtonmeter beim Levo SL, ich will, wenn ich ein E-Bike fahre, schnell den Berg hoch, ohne Anstrengung, bin ich ganz ehrlich, und dann einfach nur Spaß an der Abfahrt haben. Der Rest ist mir relativ egal, sagen wir mal so. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, mir kein Light-EMTB mehr kaufen. Wenn sich da im Antrieb einiges getan hat und mehr Power zur Verfügung steht, könnte ich mir das auch auf jeden Fall auch noch mal vorstellen. Aber da muss ich erstmal eins Probe fahren, was mir gut taugt und wo ich sage, okay, das soll's sein. So Leute, wir müssen das Q&A abbrechen. Es regnet wie Sau, aber wenn irgendwie eine Frage nicht dabei war, dann schreibt sie gerne in die Kommentare oder wenn ihr noch generell Fragen habt.
einfach am besten mit dem Hashtag HeyDaya und dann weil dann kann ich die filtern nach dem Hashtag und finde die viel, viel leichter. So, wir machen es jetzt auf dem Weg zurück und vielleicht nehme ich noch ein, zwei Trails mit. Mal gucken, das dann aber off-cam. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Hashtag HeyDaya und dann deine Frage. Bis demnächst, macht's gut. Ciao, ciao. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum jetzt hier unten rauskommt. Aber...